Wir googeln, Facebooken, twittern, egal ob am Handy, am Tablet, am Notebook oder am PC. Bei all diesen Anwendungen wird immer die sogenannte Cloud im Hintergrund aktiv. Riesige Rechenzentren arbeiten für unsere Suchen, Status-Updates und Tweets. Das verbraucht Strom. Jede Menge Strom. Und Stromerzeugung ohne CO2-Ausstoß ist, trotz Energiewende, immer noch selten. Wäre die Cloud ein Land, hätte sie laut Greenpeace den weltweit fünftgrößten Energieverbrauch. Ist die Cloud also ein Klimakiller? Ein bisschen schon. Aber das eigentliche Problem liegt woanders. Eine einzige E-Mail verursacht etwa 0,3 Gramm Kohlendioxid auf ihrem Weg durch die Cloud. Das hat die Firma 1&1 ausgerechnet. In ihrem Rechenzentrum in Karlsruhe fließen allein 5 Milliarden E-Mails pro Jahr durch die virtuelle Wolke. Der Stromverbrauch? Gigantisch. Dabei bemüht sich das Unternehmen um ein Öko-Image. Das Rechenzentrum wird an kalten Tagen durch Außenluft gekühlt. Die Server sind möglichst energiesparende Modelle und der Strom kommt aus erneuerbaren Quellen. Damit spart die Firma angeblich 40.000 Tonnen CO2 pro Jahr ein. Nicht nur der Umwelt zuliebe, auch weil ein grüner Anstrich bei Kunden gut ankommt. Als wir 2007 damit angefangen haben, war das sicherlich nur ökologische Gründe, die dafür gesprochen haben. Ökonomisch war das nicht sehr sinnvoll. Aber mittlerweile ist es auch ein Verkaufsargument. Also die Leute gucken schon, wie sind die Rechenzentren betrieben. Und da weiß man einfach, dass 1&1 schon immer auf oder schon sehr lange auf grünen Strom sitzt. Und das kommt uns jetzt, denke ich, auch wieder zugute. Aber selbst wenn der Strom für die Cloud aus Wind und Wellen kommt, ist es nicht trotzdem energiesparender, Musik und Filme auf dem heimischen PC zu speichern, statt in entfernten, riesigen Rechenhallen? Ich kann es nicht mit Zahlen belegen, aber wir sind der Auffassung, dass es auf jeden Fall wesentlich günstiger ist, wenn Dienste an einer zentralen Stelle vorgehalten werden, ob das Musik ist, ob das Software ist, die dann über die Internetverbindungen an Tausende von Kunden distribuiert werden kann. Die Umweltorganisation Greenpeace sieht das weit weniger pauschal. Ob die Datenwolke oder der heimische PC der umweltfreundlichere Datenspeicher ist, hänge von der jeweiligen Nutzungsart ab. Wenn Sie wissen, das benutze ich vielleicht nur einmal, höre mir es einmal an oder schaue es mir einmal an, dann ist das Streamen oder Downloaden die ökologischere Variante. Sind Sie ein Fan oder wird das häufiger auch vielleicht von anderen Personen genutzt, dann ist die klassische Variante die ökologischere, weil längerfristig auch nutzbarere. Entscheidend fürs Klima sind aber auch die Rechner zu Hause. Die sind nämlich häufig hochgezüchtet bis zum Anschlag, aber fast nie voll ausgelastet. Wer nur schnell etwas googelt, fährt am klimafreundlichsten mit Smartphone oder Tablet. Spielekonsolen wie PlayStation 3 oder Xbox 360 verbrauchen etwa so viel Strom wie 5 leere Kühlschränke. Und noch etwas ist ein großes Problem: die Gebrauchsdauer der Geräte. Früher haben wir einen Fernseher zum Beispiel 12 Jahre oder 15 Jahre behalten. Heutzutage werden Geräte doch in weitaus kürzeren Zyklen neu angeschafft und sie überaltern sehr schnell, zum Teil, weil die Software auch überaltert, nicht unbedingt, weil die Hardware so schnell überaltert. Dieser schnelle Umbruch, wir rechnen durchschnittlich von etwa 4 bis 5 Jahren bei vielen Geräten, führt dazu, dass wir einen sehr hohen Ressourcenaufwand betreiben. Lutz Stobbe untersucht den Energie- und Ressourcenbedarf von Geräten. Er hat herausgefunden, dass der Stromverbrauch gar nicht der größte Klimakiller ist. Unsere Geräte werden viel zu schnell entsorgt, auch weil sie schlecht aufgerüstet oder nachgerüstet werden können. Das meiste klimaschädliche Treibhausgas entstehe nämlich gar nicht während der Nutzung, sondern schon bei der Herstellung. Bei kleineren Geräten, wie zum Beispiel Smartphones oder einfachen Telefonen, kann es schon sein, dass die Nutzungsphase nur noch 20% des Gesamt-CO2-Verbrauchs ausmacht und die Herstellung eher 80 bis 90% des Gesamt-CO2-Verbrauchs. Erst wenn wir unsere Geräte 30 bis 90 Jahre benutzen, wäre die Klimabilanz ausgeglichen, hat Stobbe ausgerechnet. Das ist natürlich völlig unrealistisch. Wer will schon einen PC von 1984 nutzen, in Zeiten, in denen schon ein 2 Jahre altes Smartphone als veraltet gilt? Die Cloud ist also gar nicht der Klimakiller Nummer 1 und erst recht nicht die einzelnen E-Mails, die durch sie flattern. Es ist vielmehr die Wegwerf- und Neukaufkultur, die das Klima schädigt. Und die ist in keinem anderen Konsumsektor so ausgeprägt wie im digitalen.